Ich habe jetzt hier eine kleine Zeichnung gemacht und hier mal versucht, so Blumen zu zeichnen. Und diese kleine Zeichnung hier möchte ich eventuell noch zu dem großen Wolf dazu. Wenn ich also die untere Zeichnung jetzt verbinde mit einem zweiten Wolf, dann muss ich das auf jeden Fall weglassen, den Mond. Und ich möchte aber wissen, ob die Brennstation auch so Kleinigkeiten wie diesen kleinen Wolf hier brennen kann. Den großen hier, das wird ja nicht so das Problem sein, der besteht aus vielen Strichen und dann umrandet mit so Blumen. Das war die Steinwolle. Also ich habe das abgeschliffen mit einer, was ist das eigentlich, mit einer Stahlwolle. Ganz fein, ja. Statt ein Schleifpapier, das war nicht so gut, aber es lässt sich mit einem Radiergummi wieder entfernen. Hallo, ich habe gerade die erste Testgravur gemacht. Den Mond habe ich weggelassen, also knappe, sagen wir 5 cm. Ich habe jetzt aber auch gelesen bei den Sicherheitshinweisen, dass man alle 20, 30 Minuten eine Pause einlegen sollte, dass es nicht zu heiß wird. Ich werde mich dran halten und mal schauen, wie es dann am Ende aussieht, wie der große Wolf aussieht, wenn er graviert ist auf der Hauptplatte. Das ist noch eine Überraschung. Da bin ich selbst gespannt, da ich ja einige Wellen vorne drinnen habe. Vielleicht bekomme ich die aber noch raus mit etwas Schleifpapier. Ich glaube nicht, ich muss da drüber gravieren und schauen, dass ich das Beste draus mache. Ja, das war's jetzt von der Testgravur, von der letzten. Das nächste Mal geht es jetzt wirklich an. Jetzt lasse ich ihn abkühlen. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall, ich lasse mich selbst überraschen. Ja, viel Spaß weiterhin. Alles Liebe. Tschüss.